Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MTV Unplugged Box von Crow. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MTV Unplugged von Crow aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine graue Box und auf der Front, auf dem Cover, haben wir die Maske von Crow, die hier von zwei Armen in die Luft gehalten wird. Gut möglich, dass da sogar die Arme von Crow sind. Wir haben hier unten die Seite grau. Auf der rechten Seite lesen wir nochmals Crow MTV Unplugged. Oben ebenfalls grau. Auf der linken Seite nochmals Crow MTV Unplugged. Die Rückseite ist blank. Wir haben hier noch einen Barcode und die Credits, sonst weiter nichts. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das ist ganz eine reguläre Klappbox, die hier auf der Seite aufgeht. Wir haben hier einmal ein Shirt, das Album an sich, dann haben wir hier eine DVD und hier nochmals eine DVD bzw. Blu-ray und eine Karte, eine Platzkarte, eine Eintrittskarte zum Konzert. Von innen die Box glatt schwarz. Machen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also ähnlich wie auch schon das Boxcover, nur mit dem Zusatz MTV Unplugged und Crow hier oben. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case, schön gemacht. Auf der Seite lesen wir hier auch Crow MTV Unplugged, auch wenn es gerade nicht scharf stellen will. So, also hier lesen wir auch Crow MTV Unplugged. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir auf der CD1 21 Tracks, dann haben wir auf CD2 noch 5 Bonus Tracks und dann haben wir hier auch noch 6 Bonus Clips. Auf diesem Album haben wir Features von Max Herre und Teezy, die Prinzen, nochmals die Prinzen, Dachuan, Haftbefehl, die Orsons und Tristan Brusch. Dann schauen wir mal hinein. So, hier haben wir Aufnahmen, sieht aus wie Backstage oder beim Soundcheck, je nachdem. Crow in schwarz und weiß hinter den Kulissen. Und dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Und zwar haben wir, nachdem es ein MTV Unplugged ist, hier die ganzen Instrumente angeführt. Wer hat was gespielt, beziehungsweise wer ist wofür verantwortlich. Sehr schön und sehr detailliert das Ganze. Weitere Aufnahmen von Crow. Hier mit Max Herre und Teezy. Hier das ganze Setup auf der Bühne. Und so zieht sich das durch. Also, man sieht hier schon, das dürften wohl die Prinzen sein. Jede Menge Leute beteiligt gewesen an diesem MTV Unplugged. Und hier nochmals Crow am Boden bzw. auf der Bühne liegend. Gut, dann haben wir die Album-CD. Sieht so aus, CD1 lesen wir hier. Und auch hier wieder die Panda-Maske. Und auf der Rückseite haben wir die Bonus-CD, die CD2. Sieht ebenfalls so aus. Und hier nochmal zum Abschluss Crow mit gefalteten Händen. Gut, dann haben wir einmal mit dabei eine DVD, die kommt in so einem großen Digipack, in so einer Papphülle, Crow MTV Unplugged und hier auch nochmals die gesamte Tracklist des MTV Unplugged, also das ist echt eine Menge. Hier haben wir noch ein Booklet mit dabei im Hochformat, ich gehe allerdings davon aus, jawohl. Also es ist vom Booklet her wie auch schon das Booklet der regulären CD, allerdings eben in diesem Fall im Hochformat gestaltet das Ganze. Und wir haben hier vorne auch noch eine Danksagung mit dabei. So, die DVD dann ebenfalls mit der Panda-Maske und in Grau und Schwarz gehalten. So sieht das aus. Rückseite blank grau.
Und zusätzlich zur DVD haben wir dann auch noch eine Blu-ray, also das Cover der Blu-ray etwas kleiner, ansonsten ident. Auch hier wieder alle Tracks aufgelistet, hier eben das Blu-ray-Symbol. Hier nochmals das Booklet, also zum dritten Mal das Booklet, hier auch wieder im Hochformat. Und so sieht dann die Blu-ray aus. MTV Unplugged von Crow, FSK 6 Hinweis. So sieht das aus. Und die Rückseite ebenfalls grau. So. Und dann haben wir noch eine Platzkarte bzw. Eintrittskarte. Ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt nicht die Originalen waren von dem Konzert. Aber es ist auf jeden Fall hier datiert mit 4. Mai 2015. Der Tag, an dem das Ganze aufgenommen wurde. Und zwar wurde das aufgenommen im Scala in Ludwigsburg. Hier lesen wir Parkett, durchgestrichen, Empore, Reihe vorne und Platz 1. Also auf jeden Fall eine schöne Sache, das Ganze hier. Und was vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, Crow, als dieses MTV Unplugged aufgenommen wurde, war gerade mal 25 Jahre alt und ist somit der jüngste Künstler aller Zeiten, der je ein MTV Unplugged Album aufgenommen hat. So, und dann haben wir noch mit dabei ein Shirt. So sieht das aus, weißes Shirt mit Crow aufgedruckt. Und darüber lesen wir noch Unplugged. Im unteren Bereich sehen wir hier Schatten und noch einen weißen Crow-Schriftzug. Und es sieht hier aus, als würde Crow in der Luft schweben. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit Crow drauf und hier im Brustbereich haben wir noch den Schriftzug Unplugged darüber. Crow hier in der Luft schwebend. Hier unten haben wir dann nochmal in diesem Schattenbereich Crow stehen. Weißes Shirt in Schwarz und Grau. Gefällt mir richtig gut, auch wenn es von der Farbkombination ziemlich klassisch ist und ich jetzt nicht der große Crow-Fan bin, aber dieses Shirt rein von der Gestaltung echt gelungen, kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte T-Shirt in der Größe L, die Platzkarte bzw. Eintrittskarte, die Blu-ray zum Unplugged-Konzert, die DVD zum Konzert. Und natürlich das Album an sich inklusive Bonustracks. Das alles in dieser wunderbaren Box MTV Unplugged von Crow. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Crow unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.